Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Melina ist hier im Hintergrund, bitte nicht. Sie wird irgendwas sagen wahrscheinlich. Sie guckt mich blöd an. Kurzes Informationsvideo. Es ist der 29.10. Am 29.10. wurde es besprochen. Willi und ich sind auf eine Idee gekommen. Und ja, es ist unwahrscheinlich. Und ja, es ist sehr unwahrscheinlich. Aber wir haben Träume. Wir haben Leute, die uns supporten. Also ihr werdet in dem Video wirklich ein interessantes Thema sehen. Wir spielen ein bisschen nebenbei. Vorletzte Woche habe ich auch ein Video dazu hochgeladen. Zu so einfach so ein bisschen random Talks. Das war mit Eldos und der Zivildienst. Kam sehr gut an und da dachten wir uns, wir laden mal wieder so ein Video hoch. Ihr könnt uns mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wir wollen, dass Cristiano Ronaldo einen Vita-Welt-Post macht. Für Kohle. Wir haben ein bisschen recherchiert. Ihr werdet es da sehen. Könnt ihr mal eure Meinung dazu reinschreiben. Wir haben ein paar Kontakte. Dennis Schröder hat uns sehr doll supported. Mods von uns. Generell auch Kollegen von Freekickers und was weiß ich. Wir sind auf verrückte Ideen gekommen. Lasst gerne ein Like auf das Video da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und jetzt spielt viel Spaß mit dem Video nochmal. Das war einfach so wirr gedacht. Ne? Also nicht erwarten, dass wir das jetzt auch richtig hinbekommen. Wir haben einen Traum. Aber wer keine Träume hat, der kann auch nichts erreichen. Wer hätte gedacht, dass VitaWelt so durch die Decke geht? Wer hätte gedacht, dass Elevate durch die Decke geht? Wer hätte gedacht, dass die Despots durch die Decke geht? Jedes Mal wurden wir verarscht und jedes Mal hat es funktioniert. Also wir probieren es. Kurs oder geht raus. Alle kommentieren bei Cristiano Ronaldo. Drink VitaWelt. Das ist auch best gut. Drink of the world. Oh nice. Aber Freunde, bevor es mit dem Video weitergeht, coole Informationen für euch. Und zwar gibt es momentan eine Aktion bei Displayed, Halloween-Aktion. Bei 1-2 Displays spart ihr 32% und ab 3 Displays bekommt ihr 38% Rabatt. Es gibt über 1 Million Stück, Freunde. Ich habe euch mal, glaube ich, vielleicht zeige ich euch mal die Insta-Story hier. Atta, Insta-Story einblenden. Freunde, Displayed hat eine sehr, sehr coole Aktion. Und zwar spart ihr momentan durch eine Halloween-Aktion bei 1-2 Displays 32% und ab 3 Displays 38%. Das ist schon sehr viel. Ich zeige euch jetzt, wie man es anlegt. Also ihr macht eure Magneten da an die Wand. Am besten 2, dann fällt auch nichts runter. Und dann könnt ihr euch ja, die Displays aussuchen, auf die ihr Bock habt. Das hier ist ein OG-Display, das habe ich schon sehr lange. Und das hier ist ja da, wo ich in der Weekend League immer drin bin. Ihr klebt das da dran und haut es dann einfach so ran. Und das ist es auch schon. Wie einfach das ist, das ranzumachen, ist entspannt. Macht 2 Magneten ran, rankloppen, passt. Gibt über 1 Million Stück. Hier, weiß ich nicht, Musiala oder sonstige. Es gibt extrem viele. Ich empfehle euch immer Größe L, immer matt. Und ihr braucht nicht unbedingt einen Rahmen, das ist unnötig teuer. Das passt auch so. Über diesen Link hier, Freunde, spart ihr, wie gesagt, die Prozente. Das ist schon sehr, sehr viel, die Prozente. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Es gibt über 1 Million Stück. Es gibt Animes, es gibt Fußballer, weiß ich nicht. Cristiano Ronaldo war hier vorhin Thema. Es gibt auch Checkt das auf jeden Fall gerne aus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, denn Bro Krisch, ja. Der hat aus den letzten 10 Posts waren 6 Placements. Ich frage, wir haben gerade Diskussion, schon wieder, haben wir öfter. Der nimmt es doch nicht für unter 1 Million an, so einen Post. Natürlich nicht. So, das heißt, er hat in den letzten 2-3 Wochen 6 Millionen verdient. Also mit Instagram, da hat er mehr verdient als mit Menu. Im Jahr verdient Ronaldo 30 Millionen, 28. Ja. Das sind im Monat ein bisschen mehr als anderthalb. Nee, das sind ein bisschen mehr als zweieinhalb. Das sind ein bisschen mehr als zweieinhalb. Aber er hat in den letzten 4 Wochen 5 Placements gemacht. Das heißt, er verdient mit Insta, wenn man sich das ausrechnet, bestimmt nur mit den Postings nochmal 40, 50 Millionen. Ich habe mal gelesen, es gab so eine Liste, was die teuersten Instagrams sind. Ich glaube, da war Ronaldo, Messi, Sergio Ramos war auch irgendwo unterwegs und so. Neymar, Mbappé. Ja, wie viele Leute du halt erreichst. Digga, Ronaldo, guck mal seine Likes auf Bildern an. Was glaubst denn du, was dabei seinen Storyviews abgeht? Das würde mich mal interessieren, seine Storyviews. Oder mich würde auch so krass interessieren, wer in seinen DMs landet. Ach, der sieht es gar nicht. Wie willst du nur Nachricht sehen? Ja, top nicht. Ich meine nicht diese Top-Anfragen, weil da ist es doch immer so dann geordnet mit dem meisten Follower. Platzname, Preis pro Post, Cristiano Ronaldo 1,6 Millionen. Ja. The Rock 1,5, Ariana Grande 1,5. Also ihr wollt sagen, Ronaldo verdient 1,6 Millionen Dollar pro Insta-Post? Das kann ich mir vorstellen. Würden wir 1,5 Millionen zahlen, damit Ronaldo einen Vita-Welt-Post macht? Ja, safe. Digga, ich würde mir das ausdrucken, das Bild, und als Pappding irgendwie. Digga, das wäre die krasseste Vermarktung. 1,5 Millionen Euro? Also das wäre brutal Marketing. Ronaldo mit einer Vita-Welt-Flasche. Cristiano Ronaldo. Und dann stay hydrated. Drink Vita-Welt.
Glaubst du, der würde das mit uns, also wenn man, nicht, also nicht das, aber realistisch, wir gehen zu Cristiano Ronaldo. Mit wenn Vita-Welt ich ihn fragen und würde, sagen, ja. Und sagen, machst du für 5 wenn Millionen Vita-Welt-Post, ist Vitaminwasser, ist gesund. Ja, wenn ich fragen würde, safe. Aber wie kommen, diese sogar vorstellen, wie kommen diese ganzen Unternehmen denn zu ihm connected? Chat, der hat für irgend so eine komische Fit-Gun-Post gemacht, Bruder. Das willst du, dass ich frage? Frag ihn mal. Schreib ihm jetzt eine Nachricht. Hast du ihn jetzt geschrieben? Ronaldo, Willi hat Ronaldo geschrieben. Was hast du ihm geschrieben? My lion, my boss, God. I want to ask if you might be interested in a cooperation with our vitamin water VitaWeight. It's an absolutely adventure and I'm pretty sure you would be love it. Du musst ihn schreiben, dass wir ihn 1,5 Millionen geben. And we pay a lot. Schrei 1,5 Millionen, sonst kriegen wir ihn nicht. Nee, jetzt mal ehrlich, Willi, jetzt mal ehrlich. Glaubst du, das ist unmöglich? Ich schwör's, ich würde sogar 2 Millionen bezahlen. Vita-Weltkasse. Das würde so reinscheppern. Insta-Post. Aber würde das was bringen? Das ist die Frage. Wir müssen halt mal nach seinen Insights fragen. Can you show us your insights, please? Ich glaube, das schickt dir dann so Story-Views. 60, 70 Millionen. Aber er soll noch was dazu sagen. Er soll drink Vita-Welt. Weißt du, wie krass das wäre? Das du dazu, Junge, Junge, aber dann ist Feierabend. Nein, es würde auch schon reichen. Ja, er muss irgendwas posten. Stay hydrated oder so. Er muss irgendwas dazu posten. Oder VitaWeight auf die 1. Ich würde sogar das persönlich vorbeibringen, ne? Digga, ich würde die Dinger selber befüllen. Ich würde da Millionen Flaschen selber füllen. Wie kontaktiert man Cristiano? Ja, gut, ich google das jetzt. Also, dass er sowas macht, wie? Steht jetzt fest. Er macht für eine Fitgun Werbung, er hat schon für irgendwelche komischen Sachen Werbung gemacht. So. Warum nicht für ein Vitaminwasser? Das ist sogar cool. Es ist nicht ungesund, es ist gesund sogar. Also angenommen, es gibt nur einen Flugplatz, ne, Eli? Und es ist dann halt die Frage, wer drei von uns das macht. Und du sagst, ja, ich würde das auch machen. Ja. Wenn du dann so an einem Montag vielleicht nochmal kurz einkaufen gehst, ne, dann wirst du mich auf der Straße sehen, dann fahre ich dich halt mal leicht an. Es gibt halt so einen Dutzer. So einen kleinen Dutzer. Bruder, ich habe dich nicht gesehen. Mann, wir müssen... Googlest du gerade, wie man sein Management... Ja. Hat er nicht irgendwie... Hat er nicht Business-Mail oder so? Hat er keine in der Insta-Bio stehen? Gibt es nicht eine E-Mail oder so? Rabona? Rabona. Es wäre schon geil, wenn wir im Austausch plötzlich wären. Digga. Und denen das mal vorgestellt wird. Weißt du, was dann abgeht? Dann senden wir denen eine Videomessage. 1,5 Millionen Dollar. Ich glaube, das ist wirklich eine realistische Zahl, die er fordern würde. Und ich würde die zahlen mit Liebe. Also, VitaWeight würde die zahlen, ne? Ich mache sogar ein Community-Treff, wo jeder einzelne Sub mich hauen kann. Hallo Felix, ich bin on-stream, man hört dich. Ich habe eine Frage. Frag, mein Junge. Du warst schon mal bei Cristiano Ronaldo damals zu Hause in Madrid. Ist das korrekt? Das ist leider nicht korrekt. Wir waren 2017 bei Ronaldo und ich bin 2018 erst zu FK gekommen. Ach du Scheiße. Leg auf. Leg auf. Wie ist es zustande gekommen? Da wurde geredet. Also, soweit ich das weiß, ist damals eine Firma, hat quasi die Rechte, oder ich glaube nicht, dass es über Nike lief. Die haben quasi die medialen Rechte von Ronaldo für einen Tag gekauft. Wie? Wo? Wo haben die das gekauft? Bei Netto im Angebot. Nein, jetzt ehrlich, wo haben die das gekauft? Wo kommt man daran? Das ist sowas, das wird heutzutage nie mehr zustande kommen. Das war als Social Media so gekommen. Sag sowas nicht, leg auf. Ja? Sag sowas nicht, sowas wird leg zustande auf, kommen heute nochmal. Für dich wird das vielleicht zustande kommen, ich will es dir von Herzen wünschen. Aber was, mit mir? Was mir Lukas und so, die vor halt wirklich vor Ort waren, gesagt haben, dass das, was auf dem Video rüberkommt, halt niemals so war. Also da waren halt 50 YouTuber und Influencer und die haben halt alle einen Slot von 3 Minuten mit Ronaldo gehabt. Wenn du dir mal anguckst, was wir ein Video mit Ronaldo machen, wir machen so ein bodenloses 2 Kontakte mit dem. Also es ist so... Ja, und? Was ist jetzt los? Wenn du ein Video drehen könntest, dann würdest du ja ein viel besseres Video hinbekommen. Aber wir hatten halt so 3 Minuten mit dem. Danach kam halt so Chris MD und so aus England... Und dieser Kieran Brown und okay. Also aus der ganzen Welt kamen einfach Fußball-Influencer und hatten alle so 3 Minuten mit Ronaldo, weißt du? Und dann sollte jeder einfach was Cooles mit dem machen. Okay. Was? Also weiß nicht, dass wir exklusiv als Freekickers bei Ronaldo zu Hause waren. Das wirkt halt so, aber... Ja, aber ihr wart ja bei ihm. Aber wer hat den... Wie kam dieser Kontakt zustande? Wo? Bei wem? Ihr habt ja nicht einfach gesagt, yo, wir sind jetzt hier. Es gab eine Person X und die hat euch organisiert hat. Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass das Nike war, aber ich bin mir nicht sicher. Weil wir tragen ja auch
alle Nike-Sachen und Nike-Schuhe und so in den Videos. Okay. Nee, da musst du deinen Arsch verkaufen. Ich glaube, dass das Nike war, ehrlich gesagt. Dann verkauf den Arsch, tut mir leid. Bist du scharf drauf? Ich will, dass er einen Post macht mit einer VitaVape-Pulle in der Hand und schreibt, stay hydrated. Ich hab grad recherchiert, ich sag dir ehrlich, er macht Werbung für FitGun, er macht für jeden Scheiß Werbung, er macht für alles Werbung. Er ist ein Gierschlund, ich hab recherchiert, 1,5 Millionen Dollar pro Post anscheinend, angeblich. Die würden wir in die Hand nehmen bei VitaVape. Die Frage ist, wie kontaktieren wir ihn? Es ist gesund. Ich will wissen, ob er es macht, ich will fragen, ich will nur mit ihm in Kontakt sein. Der soll mir seine Insights schicken. Nein, mehr. Ich hab mal gelesen, dass The Rock mit einem Insta-Post 1 Million macht. Ja, genau. Das heißt, lass es 1,5 Millionen sein. Es ist gesund. Ich will wissen, wo man sich bewirbt. Ich finde super, dass du groß denkst. Ja. Anders kommst du nicht weiter. Aber ich kann Konzi gerne nochmal fragen. Ja. Und mich dann nochmal bei dir melden. Vielleicht war es ja auch anders über eine Agentur, wo noch der Kontakt oder so besteht. Ja, das wäre top, wenn du mal nachfragen könntest. Ich gebe alles. Viel Spaß euch noch im Stream. Und danke. 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 Ciao. Okay, Willi. Ich weiß nicht, wie wir das organisiert bekommen sollen. Okay. Wir haben eine Lösung. Entweder du verkaufst deinen Arsch und Adidas ist Geschichte. Zweite Option, und da bin ich drauf gerade gekommen. Ist dir bewusst, wer dein Arbeitskollege ist? Digga, wie soll ich das hinbekommen? Reden wir jetzt, über wen reden wir? Über Toni, über Querpass-Toni oder wen? Nee, wir reden über einen anderen. Reden wir über den Flo? Ja. Mann, Digga, bevor ich den Flo sehe, macht Eldos was mit Kylie Jenner. Da komme ich nicht mal annähernd dran. Wir rufen jetzt den anderen Geschäftsführer von VitaVape an. Ich rufe jetzt Patrick an. Also wenn wir wirklich 1,5 Millionen, wenn das wirklich 1,5 Millionen kosten würde, so wahr ich hier sitze, ich würde das Go geben dafür. Ich glaube, dann hätte ich einen Lebenstraum durchgespielt. Ich würde sagen, das hat er für mich gemacht. Patrick geht natürlich nicht ran. Praxit, ja, auf dem Ballermann, ne? Soll ich den Sidney fragen, Digga? Soll ich ihn jetzt fragen? Sollen wir mal anrufen? Ja, frag mal, was er davon hält. Unser... Sidney kriegt einen Play. Sidney organisiert uns Mickey Kraus. Hallo, Sidney? Sidney organisiert uns jetzt Sidney. Mickey Kraus. Wir wollen Ronaldo Placement machen. Ronaldo 1,5 Millionen geben für einen VitaVape Post. Krieg ich dein Go? 1,5 Millionen für Ronaldo. 1,5 Millionen. 1,5 Millionen Post. Ronaldo, stay hydrated mit VitaVape. Ich werde von jeder Seite vollgelabert, ey. Gib mir einen Daumen nach oben, das reicht. Daumen hoch, kriegst du. Gut. Haben wir geklärt, ciao. Okay. Da haben wir das Go. Also das haben wir doch schon mal. Guck mal, dann sind wir jetzt schon mal, dann haben wir 3 von 4 Geschäftsführern haben jetzt gesagt, ja. Also das heißt, eigentlich können wir es jetzt schon allein, wir haben ihn schon mal überstimmt. Patrick kann nichts dagegen machen. Jetzt ist die Frage, wie wir an den Kontakt kommen. Du bist doch bald vielleicht bei Toni. Toni war Cristiano sein Nachbar. Ja. Das heißt, der Kontakt war muy bien. Habe ich mir auch schon gedacht. Toni, vielleicht ein Ansprechpartner. Aber das kommt doch voll klischeehaft, Digga. Ich bin natürlich in seiner Wohnung. Natürlich ist das klischeehaft mäßig, Eli. Aber jetzt mal klar denken. Entweder du nutzt die Chance oder wir reden in der Vergangenheit. Helfen wir mal. Was soll ich denn fragen? Kannst du mir die Nummer von Krisch geben oder was? Nee, mach mal so. Ja, mach doch mal so. Ich hab hier, das ist der perfekte Ding. Ja, Toni, wer ist denn die berühmteste Person in deinen Kontakten? Ja, wird der Toni ein bisschen schmunzeln. Und dann sagt er sicher, Cristiano Ronaldo. Und du sagst, glaubst du, wenn du den jetzt anrufen würdest, würde der rangehen? Und dann ist es eine Falle. Toni Groß hat unter Ronaldo seinen Post kommentiert, wegen irgendwie hier, wo war der bei? Bei Joko und Klaas, glaube ich. Ja, Digga! Also, lass uns mal kurz wirr denken. Ich brauche jetzt, also ehrlich jetzt, Chat, ehrliche Einschätzung. Er hat Werbung für das Ding hier. Terabuddy. Wie viel hat ein Terabuddy? Geh mal auf Terabuddy. Was? 1 Million Follower. Herbalife, wie sieht's aus? Herbalife hat viel Geld. Was, Digga? 1,7 Millionen? Okay, warte, ich finde was. Ich brauche ein bisschen Hoffnung. Nimm mir bitte nicht direkt meine Hoffnung. Livescore, keine Zukunft, ist zu groß. Geh doch nicht in Freunde. Clear Man, bitte. Clear Man haben wir auch keine Chance. 46k. Wenn es Clear herkehren kann, dann kann VitaVape das auch. Guck dir kurz meinen Stream an, bitte. Ja, ich bin die ganze Zeit im Stream. Scheiße, ich bin jetzt Handy. Schau mal, wie krass er ausschaut. Schau, B.
Go shop, beep 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 beep, free shipping, ding 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 ding, buy everything, ding 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 ding. Nach so einer Werbung werde ich noch hier Shopping. Shopping, 99 Super Shopping Day. Buy everything at Shopping. Go shop, free shipping, beep 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 beep, free shipping, ding 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 ding, buy everything, ding 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 ding. Shopping at Shopping. Ja, Edi, aber da müssen wir auch in die Hand nehmen, dass wenn Ronaldo tanzt, hat der mehr als eine halbe Million bekommen. Okay, warte, ja, Digga. Ja, also, der muss, hat uns auch also wir haben jetzt, nach dem Video haben wir eins gelernt. Er ist käuflich. Wir können, er ist käuflich. Die Summe muss nur stehen. Also ja. wenn die das hinbekommen haben, dann können wir das auch. Die, es ja, muss, Edi, nur, wenn wir das es muss schaffen, nur die dann Summe kann stimmen. Ich wirklich sagen, durchgespielt, ne? Nein, jetzt mal, ich sag dir ehrlich, man braucht nur die. Wir müssen ihn kontaktieren und wir müssen ihm zeigen, dass wir das ernst meinen. Bitte nicht. Ach du Scheiße. 8,7 Millionen noch nie gehört und plötzlich 8,7 Millionen Follower, ne? Mit 386 Likes. Sind die dumm? Hä? Was ist los? 3000 Likes, hä? Hier stehen doch weird, wie viele Leute das sehen. Ich brauche nur ein Video von denen, dann entlarve ich die. Ja, machen sie clever mit Videos. Sie machen nur Reels. Sie machen keine Videos, Willi. UFL, bestes Beispiel. UFL Game, das ist dieses bezahlte Partnerschaft. Ja. Das ist diese Konkurrenz zu Dings da. Mhm. Warte mal, das ist es, glaube ich. Abonniert 17. Ich kenne jemanden von denen. Ich kenne den CEO von Hashtag United. Mach mich nicht so heiß. Spencer. Eli sagt, ich wechsle zu denen, wenn es sein muss. Spencer folgen. Musst du machen. Tut mir leid, Edi. Ich schreib dir nichts. Ich brauche einen Text auf Englisch. Okay, was brauchst du? Oh, man, nimm deinen Google-Übersetzer. Jetzt keine Fehler. Das sind hier keine Fehler. Serious. You have to serious. Er ist der Founder von Hashtag United. So, und Hashtag United ist bei UFL drin. Ey, willst du durch Spencer? Okay, ich schreib ihn dir. Ist das vielleicht gar nicht so. Spencer ist gut. Ja, durch EA und so, FIFA. Ich mach das. Ich schreib den Text und dann kannst du dir mal im Stream zeigen, ob der passt. Ich schicke ihn mir. Anschnallen. Ich bin angeschnallt. Ich habe eine Nachricht um 23.48 Uhr bekommen. Von? Kann vielleicht auch helfen. Ja. Was hab jetzt? Ich schreib, wie meinst du? Dann kam die Nachricht mit CR7. Okay. Von wem denn? Ja, Dennis Schröder. Ach du Scheiße. Dennis Schröder ist mit King James in der Kabine. Die duschen zusammen. Das muss er jetzt machen. Ich hab mir gerade fast in die Hosen gekackt, wo ich die Nachricht bekommen habe. Ich kann vielleicht auch helfen. Er muss es jetzt tun. Er muss es jetzt für uns. Ja, wo ist denn der gerade? Wo befindet er sich gerade? In Los Angeles. Hast du gerade Willi wirklich die Hoffnung gegeben? Wir machen keine Späße, ne? Wir brauchen den Kontakt. Was glaubst du, wie teuer ist ein Placement bei ihm? Ich bin ehrlich mit euch. Ich glaube, der wird unter 2,5 Millionen nichts machen, glaube ich. 2,5? Wo hat denn Clear Hair Gain 2,5 Millionen her? Wer kauft denn sich so viel? 2,5? Ich meine, wenn du jetzt mit einem Kontakt kommst und jemand gut mit ihm ist direkt und sagt, ey, hör mal zu, ich habe hier ein paar Leute, die ein gesundes Getränk haben, weißt du? Ein Freundschaftspreis 1,5 Millionen. So, weißt du, ich meine? Ja, ja. Also ich meine, wenn du einen Kontakt hast, ist easy, denke ich. Hast du einen Kontakt? Ich brauche nur sein Management. Eli, wenn wir jetzt schon an der Quelle sind, was hältst du davon, Dennis Schröder X LeBron James VitaVate? Oder kannst du die Zahlen noch nicht sagen? Und dann trinken die Lakers wieder mit ihm. Hör mir zu. Dennis, falls James X Vita Welt. Falls du den Kontakt dann nicht bekommst, was sagst du denn zu einem kaltgekühlten Vita Welt Getränk? Vita Welt X Dennis Schröder X LeBron James. Was? Meet Lakers. Frag dann noch einen neuen Hauptsponsor. Mit LeBron James bin ich ganz close. Ja. Nein, warte. Ja, das war Spaß. Das war gerade Spaß von uns. Aber wenn LeBron ein paar Körbe werfen will, wir meinen das wirklich ernst jetzt. Es ist kein Joke. Der hat für Shopfee Werbung gemacht und für Clear Hair Gain. Für mehrere Sachen. Wir meinen das wirklich ernst. Wir wollen anfragen. Selbst 2 Millionen. Und ihr wollt auch wirklich Geld in die Hand nehmen. Ja, ich schwöre. Wir bezahlen das mit VitaVelt. Also vom VitaVelt-Konto. Wir machen das. Ich will einen Post. VitaVelt auf die 1, soll er sagen. Oder Stay Hydrated. Oder halt, was meinst du, Willi, soll er posten? Oder ein Video mit Sü. Genau. VitaVelt und dann Sü. Also, ich meine es ernst, falls du wirklich mir da oder uns helfen kannst, wäre das wirklich nice. Ja. Bist du gerade in L.A.? Ja, ich bin in L.A. gerade. Wie spät ist es? 2:53 Uhr. Mittags oder nachts? Training gekommen. Nee, mittags.
mittags. Das ist 9 Stunden zurück. Ja, ist entspannt. Ich checke das auf jeden Fall. Wir müssen mir nur ein paar Links hier geben, Infos, weil die werden auf jeden Fall nachfragen zu tauschen. Ich werde dir eine schreiben. Was brauchst du? Ich werde dir eine schreiben. Ich brauche halt die Zahlen, ne? Willi, wir haben hier 2 von 4 Geschäftsführern. Willi, Sydney hat uns den Daumen nach oben gegeben. Was sagst du? Ich sag. Story oder für ein Post, er soll einen Feed-Post machen. Ich sag ehrlich 2 Millionen. Ich sage mit. Frag ihn mal, was er von 2 Millionen hält. Auf Portugiesisch vielleicht. 2 Millionen. Woher soll Dennis Portugiesisch können? Macht er safe für 2 Millionen? Nicht mehr blöd. Ja, okay. Also wir sind, also ich meine es ernst, zwischen 1,5 und 2 Millionen. Vielleicht kann man da mit ihm. Also wir würden es wirklich machen. Das ist kein Joke. Ja, okay. Ich checke das. Okay, gut. Und vielleicht noch ein Trikot, aber das ist nebensächlich, sag ihm für mich. Guck weiter stream, ja. Okay. Dankeschön. Okay, bis dann. Ciao. Willi, das waren 10 von 10 Call von dir. Das war ehrlich stark, ja. Eli, Digga, Dennis schreibt mir hier eine Nachricht und ich denk mir, was ist in dem Mann gefahren? Wo kribbelt's? Ich kann euch vielleicht helfen. Dos Millions. Und seine zweite Nachricht war mit CR7. Das ist wirklich, ja, super. Ich habe mir fast ins Hemd gekackt, ne, wo er gesagt hat mit CR7. Alter. Das ist auch ein echt entspannter Typ, der Mann, ne? Kommt Dennis, Edi, du musst dir vorstellen, der Mann schreibt mir, oh, wie lief dein Spiel, ja, warst du gut? Der fragt nach meinem Performance und so, wirklich. Also, der ist dafür, dass er NBA-Spieler Los Angeles wäre und mich irgendein Kackspaß von uns drei ansprechen würde. Dann würde ich dem vielleicht mein Management geben, sagen, Jungs, kümmert euch mal drum. Meldet euch bei denen, wenn ihr irgendwas braucht. Aber der Mann ist Macher. Also wirklich. Letztens hat Sidney diesen Bug, den ich bei dir auch immer gemacht habe. Dieses Niklas Wilson hat dir einen Sub geschenkt. Mhm. Das hat Sidney gemacht und Dennis dachte, ich habe ihm einen Sub geschenkt. Und dann hat er geschrieben, Edi, danke für den Sub. Der Mann ist Multimillionär. Der spielt in der NBA mit LeBron James zusammen. Und bedankt sich bei WhatsApp, dass ich ihn einen Sub gegiftet habe. Also er dachte, ich habe ihn einen Sub gegiftet und hat sich deswegen bei mir bedankt. Es passiert hier und heute, ist die Idee entstanden. Die Idee ist genährt. Sie ist da. Chat, wir hatten mal wirklich überlegt, das ist kein Joke. Weißt du noch Supercup? Dortmund gegen Frankfurt? Ja. War das Dortmund-Frankfurt? Was? Bayern-Frankfurt? Was war das? Ja. War Bayern-Frankfurt, ne? Das war Bayern-Frankfurt. Bayern-Frankfurt-Chat, wir haben ernsthaft überlegt, wir hatten die Möglichkeit, dort Sponsor zu sein von dem Ding. Und da waren wir wirklich am Überlegen, einen mittelstelligen, ganz guten, 6-stelligen Betrag reinzuknallen. Aber wir haben uns dann dagegen entschieden. Cristiano Ronaldo wird für uns Werbung machen, schreib's auf die Flipchart. Neues Lebensziel. Wenn du sagst, dass das sinnvoll ist? Er macht für Shopfee Werbung. Ja, aber wer geht dann auf die Seite von Shopfee? Niemand, aber alleine, dass wir sagen, Ronaldo hat dafür Werbung, er hat es schon mal in der Hand gehabt. Wenn Ronaldo ein Video, ein Placement für uns macht, dann lasse ich mir eine Statue auch noch in Nürnberg bauen. Ehrlich? Nee, mein Job. Was ist denn da los? Guck mal, Eli, ich habe auch die Möglichkeit gesagt, hart auf hart, das ist mein Angebot und das wird auch gezählt. Ich werde an Ronaldo rankommen. Das Problem ist die Kaution und die Anwälte. Klär Anwälte, Kaution, box mich nach einem Monat raus und wir haben das dickste Placement mit Ronaldo, auch wenn es nicht gewollt ist. Das Video steht wie eine 1. Und um die Rechte müssen wir uns auch kümmern. Das kann auch gefährlich sein, aber es ist umsetzbar. Also Freunde, ihr habt uns immer ausgelacht bei den Ideen. Eigener Fußballverein, eigenes Getränk. Wer hätte das denn alles gedacht? Wer hätte das gedacht? Man muss groß träumen. Und ich glaube, dass Cristiano Ronaldo, also ich glaube, du musst ihm eine gute Summe hinknallen. Und dann macht er es. Digga, das ist mir, er macht aus den letzten 9 Posts, hat er 6-mal Placement-Posts gehabt. 6-mal. Der Mann ist 38, der überlegt sich nochmal, wo er schnell an viele Millionen rankommt. Das sind die einfachsten Millionen, die er jemals. Also, das ist das Einfachste, was wir erwarten. Er muss sich nicht mal rasieren, wenn er will. Er kann aussehen wie ein Penner an dem Tag. Halt die Flasche in der Hand, was ist denn das? Halt die Flasche in die Cam. Digga, von mir aus. Musst du das nicht mal selbst eintippen, den Text dazu? Lass das Jorge Mendes machen, ist mir doch egal. Du musst einfach nur es reinhalten. Ja, ey, Gottes Willen. Aber lohnt sich das für euch finanziell? 2 Millionen Euro Umsatz dann wieder rein zu. Also, das ist ja eher. Das ist ja auch eine Geschäftsausgabe, ne? Es ist ein Langzeitinvestment. Es ist eine Geschäftsausgabe plus du hast steuerliche Vorteile. Wenn du das so ansiehst, kannst du es auch einigermaßen besser absetzen. Plus, bis du das wieder drin hast. Also, wir haben wirklich, wirklich viele, viele Kunden.
Und ich glaube, wie auf Langzeit gesehen, wenn das sich rumspricht, also auch einfach, dass du es gemacht hast, selbst wenn du damit wirklich doll Minus machst, ich glaube, es lohnt sich. Wir werden noch so viele Medienberichte kommen, wenn wir ganz clever sind. Dann macht Ronaldo, weißt du was? Dann macht Ronaldo eine Fliege mit zwei Klappen. Dann sagt er, hör mal zu, ich mach das noch mit einem Samsung-Handy. Wir sagen, knall drauf. Dann haut er sich noch ein Samsung-Placement. Jetzt habe ich eine 10 von 10 vor. Was ist denn, wenn dadurch, guck mal, in Italien und Portugal und so, kein Schwanz kennt Vitavet. Das kommt ja da nicht mal hin. Eli, wir reden nicht hier von Italien, Spanien, England. International. Ich will kurz mit dir reden. Und das so, Vitavet würde ja niemals nach so in andere Länder so richtig kommen, außer Deutschland und also Schweiz, Österreich, da schon. Wenn du Vitavet postest, also Ronaldo, und den dann die Zahlen gibst aus Deutschland, dass das Ding, also wir sind mittlerweile fast bei 30 Millionen Flaschen. Ja, Wir sind fast bei 30 Millionen Flaschen in 6 Monaten fast 30 Millionen Flaschen verkauft. Und wenn du das denen sagst, plus Ronaldo hier, das ist ein neues Getränk, selbst Ronaldo fand es cool und so, und damit gehst du zu einem italienischen Mann und auch zeitgleich zu einem türkischen und dann zu einem griechischen und zu einem serbischen und hast du nicht gesehen. Und ich sag dir, irgendeiner wird es im Ausland verkaufen. Dann müssen es nicht Abonnenten kaufen, sondern dann reicht es, wenn da irgendjemand einfach Ronaldo mag und sagt, hier, guck mal, das hat Ronaldo getrunken. Ich glaube, auf Langzeit gesehen lohnt sich das wirklich, ne? Wenn Matteo Bock hat auf einen geilen Vitavet in Kroatien, dann kriegt das Matteo auch. Und wenn's Burak Abe ist, der richtig Bock hat, neben seinem Sucuk mit Ei ein Vitavet zu trinken, dann kriegt er das auch. Wir haben mit Dennis Schröder gerade telefoniert, Freunde. Der Mann, der versucht uns zu helfen. Der sitzt ja auch mit Leuten in einem Raum da. Eli, der sitzt mit LeBron James. Eli, das ist krass so. Was Sportebene angeht, kennt er auch. Digga, Eli, du musst mal überlegen, der Mann, dem gehört in Braunschweig der Basketballverein alleine. Das heißt, wenn der morgen will, dass die Wand grün ist, dann wird die grün sein. Und wenn der morgen will, dass im Stehen gekackt wird, dann werden die Spieler morgen im Stehen kacken. In Braunschweig, ja. Er ist auch gut, ne? Ich hab Sydney gefragt, er meinte, er war bei der EM übertrieben gut. EM, er hat den Rucksack, aber der war irgendwann zu schwer. Er hat den Rucksack, aber der war im Halbfinale dann zu schwer. Ich kenne mich nicht so krass aus. Der ist gar nicht so groß, aber der ist spritzig, der Mann, ne? Schnell. Gib ihm mal einen Vergleich mit einem Fußballer. Was wäre er in der Fußballwelt? Ich würde sagen, er ist auch ein... Aber die schreiben mir schon gute Spieler rein. Die schreiben mir... Ja, natürlich. Mané, Foden, ja, ich würde sagen, Goretzka, Müller, sowas. Ja, so, genau. Thomas Müller. Mann, Dennis, Thomas Müller ist ein Macher, auch wenn er nicht elegant aussieht. Toni Kroos, dieser Toni Kroos. Toni Kroos, ich glaube, das hört sich gut an. Toni Kroos? Ja, also. Toni Kroos. Viermal die Champions League gewonnen. Okay, da bist du der Toni Kroos des Basketballs. Dennis, wir meinen das ernst, du merkst das hier, ne? Kurz F in den Chat. Emote Only vielleicht kurz ein? Hat auf mein Gesicht aufgedeckt, Willi. Der hatte gerade schlechten Empfang, Chat. Ja, schlechten Empfang. Oh, nee, Trainer hat ihn gerufen. Der hat gerade schon angeblich hat Burak die Nummer, aber der Mann hat wirklich ein bisschen Connection wegen Tennis. Wer? Burak. Ein Mod von mir. Wie Burak? Ein Mod von mir, der hat wirklich gute Connections wegen Tennis, Digga. Ist nicht mal gelogen. Burak? Ja, der hat mir auch schon verrückte Sachen so wegen Uhren. Ja, ich glaube ihm das, aber ich meine, wie kann er denn einfach mal so aus dem Stehgreif ziehen, dass er. Er hat mir was Verrücktes geschickt. Für dich, ich habe seine WhatsApp-Nummer. Von wem? Schick in Gruppe. Kontrolliere ich das. Miguel Ramos. Weiterleiten. Leit einfach mal weiter. Sicher. Oh, da haben wir ja Miguel. Burak, warte. Wir können es nicht uns. Ich muss das kurz. Okay, warte. Wir müssen das jetzt. Ich hab's in die Vita. Oh, Pedro Moreno dos Santos. Wer schreibt die? Kannst du Portugiesisch? Aber wir müssen das smart angehen. Also wir haben anscheinend gerade die Nummer von jemandem. So als wenn jemand von meinem Management eine Nummer bekommt. Burak, salam alaikum. Wie geht's dir, mein Bruder Herz? Tag. Was steht morgen an, ist die Frage. Aber ich finde, wir sollten kurz chillen. Wir müssen uns klaren Kopf. Ich glaube, Kopf. Dennis kann uns richtig krass im Rucksack haben. Er hat uns im Rucksack, sag ich. Weil wenn Dennis so, die werden Leute kennen. Das macht einen Unterschied. Stell dir vor, okay. Angenommen, ich frage dich, ich habe ein Beispiel. Ich bitte dich um was, beziehungsweise stell dir was vor. Ja. Oder es tretet irgendein Management an dich heran. Ja, weißt du? Ja, bei mir weißt du ja, ich würde dir das nur vorschlagen, wenn ich mir zu 100% sicher bin, dass du das feierst, beziehungsweise ich würde dich das nur fragen, wenn ich mir sicher bin und ich auch davon überzeugt bin. Ja, ja,
wir müssen uns das gut ausüberlegen. Er hat geschrieben, Bruder CR7 wird gemanagt von Polari Sports und die sind auch sehr im Tennis. Hab die Nummer von einem meiner portugiesischen. Burak, wir halten fest, der kennt wirklich so verrückte verrückte Tennisleute. Hier, der kann was, ne? Das ist hier, wie heißt der? Der ist krass. Das ist Djokovic. Novak Djokovic, Bruder, ist Top 3 Tennis. Hier, den kenn ich auch. Das ist Nadal, oder? Nein! Das ist Federer. Federer. Wir haben jetzt ein paar Optionen. Ich glaube, Konsti von Freekickers, der wird auch nochmal. Dann haben wir Dennis Schröder. Dann haben wir Burak. Es ist umsetzbar. Er muss es nur. Ihr seid gut breit aufgestellt, ne? Cristiano Ronaldo muss es nur wollen. Eli, habt ihr den Lachs gemacht? Ich guck's mir gerade. Ist schon raus, hab geschickt. Du weißt doch, soll ich dir auf Deutsch schon mal vorlesen? Ich hab's nicht mal durchgelesen. Hier, ich hab dir jetzt vertraut, ne? Der hätte auch hinschreiben können, dass er das ist jetzt abgeschickt. Ja, ich lese dir einmal vor, ja? Mhm. Hey Spencer, ich hoffe, es geht dir gut. Auch mal so, weißt du, es ist ja auch wichtig, dass du nicht einfach reintretest in die Tür. Auch mal sagen, hey, wie geht's dir überhaupt, Spence? Lese auf Englisch vor. Hey Spencer, I hope you are doing well. I have a question regarding a placement. I don't know if you heard about my own Vitavate water on the market. Call it Vitavate, which is already very successful in the Germany-speaking countries. Mhm. I came up with a crazy idea. Er hat's gesehen! Oh yes! Ich schicke einen Screenshot vom Vitavate. Ja. Er hat's gesehen. Spence ist geschrieben, sag, wenn ich weiterschreiben muss. Sag. Oh, Spence, I love you. I came up with a crazy idea. I would like to start a placement with Cristiano Ronaldo and wanted to ask you if you could possibly make a contact for me or have a contact person. I would be very grateful. Also er hat die Nachricht gesehen, die ich geschickt habe. Dann stand da gesehen. Dann habe ich ihm einen Screenshot geschickt von der Vitavate-Seite. Das hat er noch nicht gesehen. Also logisch denken. Er fragt gerade den Kontakt. Hey, darf ich dir den Kontakt weitergeben? Und dann kommt er wieder. Oder er Und dann sagt er, hey Eli, ich habe gerade so und so da und da nachgefragt. Ja genau, er fragt gerade. Oder er hat meine Nummer gelöscht. Irgendwie oder so. Oder sowas. Von Weekend League Bruch bis zu Cristiano Ronaldo. Das ist der Titel. Das wäre wirklich witzig.